Hallöchen, meine Lieben. Heute ist eine Brand News Box bei mir angekommen. Es ist nicht die normale Brand News Box, also es ist jetzt nicht die Brand News Box Juli, sondern das ist nachträglich bestellt die Brand News Birthday Box. Also das ist, ja, wenn man die Box abonniert hat, bekommt man dann einen Code, wo man sich für 9,99 €, glaube ich, oder 9,90 € eine Special Birthday Box bestellen kann. Und ja, weil mich mal interessiert hat, was da drin ist, habe ich sie einfach bestellt. Und wir werden sie jetzt einfach mal zusammen aufmachen. Ich habe sie schon aufgeschnitten. So sieht es auf den ersten Blick aus. Da ist ein Kärtchen drin. Da steht, liebes Geburtstagskind, das ganze Brand News Team wünscht dir noch einmal alles Gute zum Geburtstag und viel Spaß mit deiner persönlichen Geburtstagsbox. Wir freuen uns, dich bald wieder bei uns zu sehen. Dankeschön! Ja. Und da steht nochmal alles Gute zum Geburtstag. Dann zu den Produkten. Als erstes ist das von Leibniz die 2 Waldtiere im Karamellgeschmack. Die sind super, super lecker. Boxbeilage gibt es zu dieser Box übrigens keinen. Ich hatte nämlich schon vorab geguckt. Ja, die sind super, super lecker. Freut mich, dass die da drin sind. Dann sind drin von Leibniz die Pick-up Wildberry. Die mag ich nicht so sehr. Ich glaube, die werde ich dann verschenken. Ja, hatte ich jetzt in 2 Boxen gehabt und die fand ich einfach nicht so lecker. Dann haben wir hier als nächstes Tritop Brause Himbeergeschmack. Die war super lecker. Die wandert auch gleich in den Kühlschrank. Und dann werde ich sie aus meinem super allerliebsten Trinkglas trinken. Also ich weiß nicht, das muss immer gespült sein. Ich glaube, ich muss mir demnächst bei Real nochmal so 2 Stück davon kaufen, weil ich trinke daraus wirklich super, super gerne. Dann haben wir hier als nächstes ein Dreh- und Trinkgetränk, Zitrone, Limette. Die sind auch super lecker. Das letzte, da habe ich leider den Kampf drum verloren. Das hat sich meine kleine Nichte gekrallt und wollte es nicht mehr teilen. Ja, dann haben wir hier eine Balsamico-Creme Strawberry Kiss. Kann ich mir jetzt gar nichts drunter vorstellen. Ist das jetzt wirklich Balsamico oder ist das halt so eine Erdbeercreme? Also, ja. Bin ich mal gespannt. Also, ich habe auch die andere mit dem Basilikum noch nicht getestet. Also, ja, kann ich mir da noch kein Urteil drüber bilden. Aber die ist relativ rötlich. Also, sieht schon so ein bisschen nach Erdbeere aus. Bin ich mal sehr gespannt. Ich schneide die Produkte jetzt mal raus. So, als nächstes haben wir die M-Eukal Gummi Drops. Ingwer Orange, die fand mein Vater super lecker. Also der hat die bei mir probiert und hat dann die Tüte einfach mitgenommen. Ja, deswegen werde ich ihm diese auch wieder überlassen, weil ja, die haben ihm gut geschmeckt und darf er gerne haben. Dann haben wir wieder ein Krüger Tea Latte, die ich überhaupt nicht mag. Die wird es auf jeden Fall auf der Arbeit geben oder werde ich auch verschenken an Freunde, Familie, irgendwen, der sie haben möchte, der noch nicht probiert hat und weiß, wie sie schmecken, weil die meisten fanden das nicht so toll. Dann haben wir hier von Nature Valley die Crunchy Oats and Chocolate Bars. Die waren sehr lecker. Die habe ich genascht, selbst als ich Diät gemacht hatte. Da hat, ich glaube, so einer, da sind 2 Riegel drin. Und, jetzt gerade mal schauen, die zusammen hatten 196 Kalorien, also 200 Kalorien für 2 Bars. Und da hatte ich mir einen morgens zum Frühstück gegönnt. Dann Loka Choco and Nuts, auch lecker, die liebe ich auch total. Dann sind wieder die Haribo Waldgeister drin. Die waren auch super, super lecker. Die wandern gleich in mein Bonbonglas. Und einmal der Bärenmarke Eiskaffee. Den mag ich auch super, super gerne. Allerdings ist momentan kein Eiskaffee-Wetter.
Definitiv nicht. Es ist windig, es ist dunkel, es regnet, es ist total ekelhaft. Ich finde es so ekelhaft. Ja. Und ich würde sagen, das war's. Ich versuche auch demnächst mal wieder ein paar andere Videos außer Unboxings zu machen und Hauls. Also ich, ja, komme einfach momentan zu nichts anderes. Das Einfachste für mich ist halt immer die Unboxings. Jedoch wollte ich auch noch ein Review zu dem Gillette Venus Rasierer machen. Ich wollte euch nochmal ein Hair-Update machen, weil sich an meinen Haaren ein bisschen was geändert hat. Und ja, habe auch noch ein paar andere Ideen, die aber noch ein bisschen geheim bleiben, weil ich erstmal die Zeit dafür finden muss. Und ja, ich würde sagen, wenn ihr Anregungen habt für Videos oder irgendwas in nächster Zeit gerne sehen möchtet, da ich ja jetzt auch übernächsten Monat Urlaub habe und dann etwas Zeit finde, wieder ein paar Videos zu drehen, könnt ihr mir die gerne in den Kommentaren dalassen und dann versuche ich eure Wünsche umzusetzen und demnächst dann mal ein paar andere Videos noch hochzuladen. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss!